Welcome to my talk. Ja, willkommen zu meinem Talk, Megacode zu Garagentoren. Und ich werde also zeigen, was ich mit dieser Fernbedienung gemacht habe. Und es wird um Elektronik gehen, um Mikrocontroller und um Software-Defined Radio. Aber es wird nicht sehr detailliert werden. Es ist ein sehr einfacher Level. Jeder sollte in der Lage sein, das zu verstehen. Und selbst wenn du bislang noch kein Hardware-Hacking gemacht hast, das sollte dich motivieren, das vielleicht zu machen, weil es muss nicht schwierig sein. Also das ist auch keine neue Attacke, sondern die Fernbedienung sendet einen festen Code und ich wiederhole den einfach. Das ist also ganz einfach, aber um das rauszufinden, das war ganz interessant. Und wenn du jemals Elektronik bauen wolltest, dann wirst du vielleicht feststellen, dass das schwierig ist und dass man da nicht weiß, was man tut. Und wenn man Software-Defined Radio ausprobieren wird, dann wird man feststellen, dass Funkübertragung schwierig ist. Aber das ist jetzt der perfekte Talk für euch. Also ja, einer von euch ist glücklich, das ist gut. Also das ist so eine Fernbedienung. Ich habe in den Staaten gearbeitet für ein paar Monate und man hat uns also so eine Fernbedienung gegeben und ich wollte wissen, wie sicher ist dieses Zugangstor und das wird für die Garage benutzt. In den Vereinigten Staaten braucht man also ein Auto, weil es gibt nicht so viel öffentlichen Nahverkehr und man gibt uns das, um den Haupteingang zu bedienen. Und was wichtig ist, man gibt uns das auch, um den Pool reinzugehen. Und der ist auch mit einem Zaun umgeben, weiß nicht warum, aber so ist es. Und das ist der Grund, weswegen ich mir das angeschaut habe, weil es da also dieses Tor gibt. Und man kann drüber springen, aber es ist natürlich viel lustiger, das zu hacken. So. They provide you one remote, also die geben dir eine, so eine Fernbedienung für einen Teil des Gebäudes und man sollte also nur Zugriff zu diesem einen Gebäude haben. Und dieser Komplex hat also, wie du sehen kannst, hat viele Gebäude und es wird in vielen Gebäuden in Kalifornien benutzt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich viele Dinge wiedererkannt habe. Und wenn du diese Fernbedienung schon mal irgendwo gesehen hast, das ist genau dieselbe. Und bevor es jetzt also um diese Fernbedienung gehen soll, ist es wichtig, dass man weiß, wo man Informationen findet, besonders als Anfänger. Wenn man also schon mal Hardware-Hacking gemacht hat, dann kann man damit direkt anfangen. Und wenn man Software-Defined Radio machen möchte, dann kann man wahrscheinlich die Modulation rausfinden. Aber wenn man es noch nicht gemacht hat, dann ist das relativ schwierig. Und jetzt geht es darum, wie wir diese Informationen rausfinden können und das spart viel Zeit. Also wir müssen jetzt diese Fernbedienung rausfinden, welche das für eine ist. Auf der Rückseite steht aber nichts, da gibt es keinen Sticker oder irgendwas ähnliches. Und wenn man es aufmacht, dann sieht man, die Elektronik ist relativ einfach, es hat nicht sehr viele Komponenten. Aber man sieht halt nicht, was das für ein Hersteller ist. Und auf der Rückseite steht es auch nicht. Da sind sogar zwei Sticker. Man weiß, also ich denke, das ist vielleicht der Code, der da übertragen wird. Aber ich habe das nie rausgefunden, wie man das aus diesem Sticker ableitet. Und na gut, wenn es also einen Sender gibt, dann gibt es auch einen Empfänger. Und da habe ich also an dem Tor versucht rauszufinden, ob da vielleicht irgendwie was draufsteht. Am Pool ist es leider nur eine Aluminiumbox, keine Markierung. Am Haupteingang allerdings, da gibt es ein hübsches Eingabefeld, um mit den Bewohnern zu reden. Und oben dran steht, es ist von Linear, also kennen wir jetzt wenigstens den Hersteller. Und nachdem wir also einen Tag lang um das Gebäude rumgelaufen sind, setze ich mich in den Pool. Und das ist der Zeitpunkt, um die sozialen Fähigkeiten zu benutzen. Und frage also die anderen Leute, die da eine Fernbedienung haben, hey, kann ich mal deine Fernbedienung haben? Und hier gibt es zum Beispiel eins, die haben einen Sticker. Und der Hersteller ist also tatsächlich Linear und das Produkt ist Akt 42b. Und nach der Webseite des Herstellers sehe ich also, dieses Produkt existiert noch. Und ich sehe, es kann also 1 Million verschiedene Codes verschicken, aber es sagt mir nicht viel mehr. Und ich will also rausfinden,
mehr Informationen rausfinden. Und auf der Fernbedienung sehe ich also eine FCC-ID. Das ist was Spezielles von den Vereinigten Staaten. Jedes Mal, wenn ein Hersteller ein Funkgerät bauen will, dann müssen sie bestimmte Regulierungen erfüllen. Und die senden dann also Testergebnisse an die FCC, um also nachzuweisen, naja, ich sende mit so und so viel Energie. Und ich halte mich an diese Regulierungen. Und da kann man dann also sehr viel interessante Informationen finden bei der FCC. Und man sieht, bringen also sehr viele Informationen raus, auch wenn sie das eigentlich nicht müssen. Und wir schauen an diese Test-Reports an und wir sehen da also einige Sachen, zum Beispiel die Signalmodulation. Und das ist A1D Puls moduliert. Und in der Wikipedia steht, was das bedeutet. Es gibt also hier jetzt nur zwei Levels, an oder aus, ein ganz einfacher Übertragungsmodus. Und die Daten sind offensichtlich in Pulsposition übertragen. Und sie informieren einen sogar, wie dieser Megacode-Code tatsächlich dann übertragen wird. And within each bit frame you also have mit 24 Bitframes, 6 Millisekunden Frames und 1 Millisekunde pro Frame. Das geht also nur an und überträgt dann einfach auf dieser Frequenz. Und wir haben also über die FCC-ID haben wir also fast schon alles gefunden, wissen schon, wie das encoded ist. Wir haben also viel Zeit gespart. Okay, also es gibt jetzt da ein Signal. Ich kann also so ein 20 System Code Frames aufzeichnen und dann gibt es eine leere Zelle, bevor der nächste Code abgeschickt wird. Und wie es da steht, jedes Bitframe ist 6 Millisekunden lang. Und jetzt wissen wir also, wie die Übertragung da funktioniert und jetzt können wir mit Software-Defined Radio spielen. Und das ist also dieses Software-Defined Radio, nur $20 teuer, das ist also ganz billig. Und jetzt schauen wir uns die Frequenz an. Wir gehen auf die Frequenz und auf der linken Seite steht die. Und oben sehen wir die Fast-Fourier-Transformation davon. Und da sehen wir also, es gibt jetzt ein starkes Signal bei 318 Megahertz und unten gibt es ein Wasserfalldiagramm und das ist dasselbe wie oben, aber jetzt haben wir eben den Timing, das Timing noch, das heißt, wir sehen, wie sich das Signal über Zeit entwickelt und jedes Mal, wenn es da ein gelbes Signal gibt, dann sehen wir, okay, da gibt es also einen Puls. Software-Defined Radio ist manchmal recht schwierig. GNU-Radio ist tatsächlich recht schwierig und ich bin auch kein großer Fan davon. Ich weiß nicht richtig, wie ich das benutzen soll. Ich möchte gerne Dinge recht einfach halten. Ich weiß aber, es ist AM-moduliert und deswegen benutze ich ein Tool, das heißt RTL-FM. Das kann AM-Modulationen machen. Das ist eigentlich für Audio gedacht. Das heißt, man teilt ihm da die Frequenz mit und sagt ihm, es ist AM-moduliert. Und dann holt man sich einfach mit einem Audio-Editor die Aufzeichnung her. 2x24 Pulse. Wenn man in die Details reinguckt, dann sieht man, die Pulse sind auch tatsächlich eine Millisekunde lang. Und wir haben Bitframes, die 6 Millisekunden groß sind. Und wir sehen auch die Pulspositionen. Das heißt, hier in dem Fall gibt es ja nur einen Bitframe, also nur ein Bit pro Frame. Und wenn wir in der ersten Hälfte sind, dann ist es eine 0 und in der zweiten Hälfte ist es dann halt eine 1. Und das steht jetzt nicht in der Dokumentation, aber das findet man schnell raus. Und wir wissen, wie das kodiert ist. Man schreibt also so ein Programm, das nimmt einfach diese demodulierten Daten und findet die Kodierung raus. Das ist nur 107 Zeilen Code-Zeilen lang. Und das gruppiert also diese Dinge zusammen und dekodiert sie. Und hier sehen wir auf der linken Seite die Werte, die dekodiert werden, 23 Bits, also 4 Byte. Und wir sehen, das ist genau derselbe Code, jedes Mal. Es ist zwar für eine einzelne Funkbedienung individuell, aber wir können einfach immer dieselbe Zahl senden und dann haben wir die Fernbedienung schon geklont. So we want to send it.
Also wann ist denn? Wir schauen nochmals auf die FCC und schauen in die Dokumentation hinein. Dort sehen wir dann genau das Modul, das wir haben. Und jede einzelne Komponente hat eine Referenznummer. So you will learn how to read printed circuit boards. Wir lernen also, wie wir gezeichnete Boards. Before you do your circuit board, you want to just to know which component is herstellen können. Naja, und bevor wir das jetzt also machen, wollen wir wissen, wie die zusammen verbunden sind und wo die platziert sind. Das ist uns verhältnismäßig egal. Wir wollen nur wissen, wie die zusammengeschaltet sind. Und wenn man das lernt, wie die wenn man das rausfindet, wie die funktioniert, dann sieht man also, okay, die Switches sind da auf der linken Seite, der Mikrocontroller in der Mitte, die Clock da unten und dann gibt's noch eine Antenne. Und das sehen wir auch tatsächlich auf dem Board. Das können wir auf dem Board also wiederfinden, weil wir diese Referenz jetzt haben. Und U1 ist der Mikrocontroller. Da, wenn man danach sucht, dann findet man also auf dem Board auch tatsächlich den Mikrocontroller. Und selbst wenn man keine Ahnung hat von Elektronik, dann kann man jetzt, jetzt schon relativ leicht rausfinden, wie man mit diesen Plänen diese Komponenten identifizieren kann. Das Problem ist, der benutzt also so einen speziellen Microcontroller, aber den kann man nur einmal programmieren. Das weiß ich, weil das in der Dokumentation stand und wenn man dann diesen Microcontroller sucht, dann stellt man also fest, okay, der kann man nur einmal programmieren, ich kann den also nicht umprogrammieren. Der ist auch geschützt, das heißt, ich kann auch den Code nicht auslesen. Ich kann den also leider nicht neu beschreiben, das ist also sehr ärgerlich. Aber das ist so einfach, dass manche Leute haben da also möglicherweise schon kompatible Geräte gebaut und bei Amazon oder eBay sucht man dann also zum Beispiel so ein alternatives Gerät, zum Beispiel hier von Transmitter Solutions. Ja, das hat eben hier diesen Namen. Und das sagt, es ist 318 MHz, genau dieselbe Frequenz, ist kompatibel mit dieser Fernbedienung ACT31B und er ist programmierbar. Das ist interessant. Die andere Fernbedienung, die war nicht programmierbar. Im Handbuch steht nicht, wie man das programmieren kann, aber hier ist eine wichtige Information, da gibt es nämlich wieder die FCC-ID. Das ist natürlich, haben wir vorher schon gesehen, eine ganz wichtige Information. Leider gibt es bei der FCC nicht so viele Informationen wie bei dem anderen, aber es gibt immerhin ein Bild von dem Inneren und man sieht also direkt, hier oben gibt es einen Pinheader, hier kann man also Dinge drauflöten und kann man das dann möglicherweise auch programmieren. Also wir kaufen uns das und wir sehen auch diese Programming Header und oben gibt es also diesen Chip und mit Microcontroller und es ist wieder ein Microcontroller, aber der ist jetzt eben flashbar, den kann ich neu programmieren. Und der nächste Aufgabe ist jetzt also zu löten und man muss jetzt einfach nur die Pins auf der rechten Seite anlöten und dann kann man den Chip programmieren. Das ist leicht zu löten, das ist einfach zu machen. Und wir wollen jetzt wieder wissen, wie die Dinge verbunden sind. Und wir können uns jetzt das Board angucken, also es steht leider nicht in der Dokumentation, aber wir können uns jetzt hier die Informationen von dem Mikrocontroller anschauen und dann finden wir also die Anschlüsse und es ist viel einfacher als Arduino oder sowas ähnliches. Wer also ein Arduino benutzen kann, der kann auch sowas benutzen und jetzt haben wir also rausgefunden, wie das Zeug verbunden ist, wir wissen, wie das Signal modelliert ist, wir wissen, wie wir es senden müssen, das heißt, jetzt geht es darum, unsere eigene Firmware zu senden, womit wir also in der richtigen Abständen die Signale senden können. Und wenn Sie bitte auf die Kamera hier umschalten könnten. Also wir haben das Programm geschrieben, ist ganz einfach, 125 Zeilen Code Firmware und ich kann jetzt meinen Code übertragen auf die Fernbedienung. Where is my terminal? Ah, here there's some. Can you show the camera?
Kannst du die Kamera zeigen? Während das gemacht wird, starte ich einfach mein Software-Defined Radio, damit wir die Übertragung sehen können. Also, hier haben wir das Software-Defined Radio mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung ist hier. Jetzt aktivieren wir es. Und wenn ich auf es drücke, dann sieht man die Übertragung. Oh, you don't see it anymore. Jetzt sieht man sie nicht mehr. Das ist der Übermittler, der Empfänger. Und immer wenn Code übertragen wird, dann blinkt das Licht. Es ist irgendwas kaputt, wie immer, Vorführeffekt. Es klappt aber nur mit dieser Fernbedienung. Es tut jetzt noch gar nichts mit der anderen Fernbedienung. Also wir haben die Frequenz identifiziert und jetzt nutzen wir einfach unseren Decoder, drücken auf die Fernbedienung ein paar Mal. Wir verlassen dieses Programm und sehen, welche Nummer genutzt wird. Make on. Ich denke, ich muss das aktivieren. Make on. If I transmit this one, wenn ich das übertrage, transmits using the LED. Jetzt kannst du sehen, dass das überträgt an der LED. Dann siehst du, dass ein anderer Code verwendet wird. Jetzt editieren wir einfach das EEPROM. Mit dem anderen Code, der 218a ist. Flash it. Flashen es. So you use a standard, I use a PicChip. Und ich nutze einen PicChip-Tool-Programmer, das ist wird zum Flashen verwendet von Microcontrollern. Please flash, please. Bitte, bitte flash. No PicChip to found. Aha. Also, no PicChip to found. Ein Fehler. That's not USB, this is USB. Oh, flashing. Flashing. It's flashed. Flash. EEPROM. Flash EEPROM. Make on. Make on. So now the thing is open, and if we look, also jetzt ist es offen und wenn wir jetzt hier nochmal schauen und den Code nochmal senden, then we see that it showed dann open sehen the wir, dass this is how we remote, we das Tor offen sein wird. Und das ist, wie wir unsere Geräte klonen. Back to the presentation, if I find it here. Zurück zur Präsentation. I didn't stop at just cloning the remotes. Ich habe nicht nur da aufgehört, wo man die kopiert. Wir wollen nicht nur einen haben, nicht nur einen Code, wir wollen nur verschiedene haben. Und man kann das natürlich immer wieder neu flashen, aber das ist nicht, wie man das haben möchte. Ja, und die Bandbreite ist also ziemlich klein. Und wenn man relativ weit weg ist, dann funktioniert das mit Software-Defined Radio nicht mehr. Da brauche ich dann spezielle Elektronik. Also ich brauche so einen Empfänger, den kaufe ich mir direkt von Megacode, mache den auf. Und wir sehen, es gibt wieder nicht viele Komponenten. Wir haben jetzt schon gelernt, wie wir die identifizieren, den Mikrocontroller, die Antenne,
einige Speicher, in dem auch Codes gespeichert werden. Und daraus wird gelesen, welcher Code zugelassen wird und welcher nicht. Und das ist tatsächlich nur eine Schicht. Auf der Rückseite sehen wir alle Verbindungen zu allen Komponenten. Und mit den Komponenten können wir dann also so ein Diagramm zeichnen und wir finden raus, was mit was verbunden ist. Und wir haben dieses Diagramm erstellt. Und es benutzt einmal programmierbare PIC, das heißt, wir löten die ab. Das ist das Nächste, was du lernen musst. Das ist nicht sehr schwierig. Es ist schwer kaputt zu machen, da kann man nicht viel kaputt machen. Also wir nehmen jetzt denselben Chip, nur den beschreibbaren, und wir wissen jetzt schon, wie die Modulation funktioniert, und wir haben schon Code geschrieben zum Demodulieren und für den Microcontroller. Das heißt, wir machen jetzt genau dasselbe nochmal, nur eben auf diesem Microcontroller, und dann hängen wir es direkt neben eine Garagentor und schalten es an und warten, bis viele Leute Codes abgeliefert haben, wenn sie nach Hause gehen, und jetzt können wir jeden Code nachmachen. Wir wissen jetzt auch, wann die Leute gehen und wann sie zurückkommen. Und wir hätten jetzt also Informationen, zum Beispiel, um bei den Leuten einzubrechen, wenn wir das machen wollen würden. Und der Pool, das ist die letzte Information und die ist auch sehr wichtig, denn der Pool um 10 abends kommt also der Sicherheitsguard und verschließt dann mit seiner Fernbedienung das Tor und ich habe mir dann den Sicherheitscode von dem Sicherheitsguard notiert und mit dem Code kann ich dann mit in jedes Gebäude und auch in den Pool nachziehen. On the TV. Ja, und ich kann auch den Sicherheitsraum neben dem Pool mit der Überwachungskamera betreten. Ja, und wenn ich quasi diesen Code habe, dann kann ich einzelne Bits an- und ausmachen und das einfach ausprobieren, ob es noch aufgeht. Und es stellt sich raus, dass von den 20 Bits, die wir übertragen, sind nur 15 relevant. Das heißt, wir könnten ausprobieren, alle Codes auszuprobieren. 15 Bits, das mit Tausenden von Leuten, die Zugriff haben, es ist relativ leicht, gültige Codes zu finden. Und wir sind gute Hacker, wir kontaktieren also den Hersteller und wie immer, der Hersteller reagiert nicht. Ich zeige auch den Talk deswegen, weil es recht einfach ist, die Lösung hier zu haben. Denn ich kann einfach Codes benutzen, die sich ändern, und das löst dann dieses Problem. Was wir jetzt gelernt haben, ist, dass es nicht schwierig ist, Hardware-Hacking zu tun. Wir haben ja also ein echtes Device, das tatsächlich benutzt wird für die Sicherheit von Toren. Und wir haben einfach öffentlich zugängliche Informationen benutzt von der FCC. Wir haben neue Freunde am Pool gemacht. Wir haben gelernt, wie man einen Microcontroller lernt. Das ist wirklich einfach, sehr gut dokumentiert. Wir haben Software-Defined Radio benutzt. Das ist an diesem Level überhaupt kein Voodoo, das funktioniert einfach. Wir haben Chips gelötet und wir hatten Spaß. Und wenn du weitere Informationen willst, dann gibt es also ein Wiki mit weiteren Informationen, mit Bildern. Und ich hoffe, dass ihr jetzt Fragen habt. Thank you very much. Herzlichen Dank für diesen großartigen Talk. Gibt es also Fragen aus dem Publikum, dann stellt euch bitte an die Mikrofone. Nummer 4 bitte. Hallo. Hallo. I work at a research facility, ich arbeite an einer Forschungseinheit und ich habe Zugang zu Laborräumen und dort gibt es richtig teures Equipment. Ich werde also zuerst mal ausprobieren, ob es dort funktioniert mit deiner Methode. Wenn es aber nicht funktioniert, du hast laufenden
sich verändernden Code erwähnt. Wenn das nicht funktioniert, wie wäre die Alternative? Ja, also es ist eine Lösung, wie man Fernbedienungen nicht klonen kann. Die Idee ist, man hat, also wie bei der wie bei Autos, man hat Rolling Codes. Also die Idee ist, man hat eine geheime Nummer in der Fernbedienung und aus dieser geheimen Nummer wird jedes Mal ein hash-artiger geheimer Code generiert und daraus wird dann also der Code, der übertragen wird, generiert. Und dieselbe geheime Nummer ist auch im Empfänger, sodass also quasi die jeder übertragene Code unterschiedlich ist und man kann also die geheime Nummer nicht zurückrechnen. Und wenn man dann also ein zentrales Management hat, dann ist das ganz einfach. Wenn man das nicht hat, dann ist es schwierig, da muss man die synchronisieren. Aber versuch eins mit Rolling Codes zu finden. Mit so einem Software-Defined Radio kann man leicht rausfinden, ob Rolling Codes benutzt werden. Das Internet hat eine Frage. Okay, yeah. The Internet wants to know. Das Internet möchte wissen. Oder einer dort möchte wissen, ob du irgendwelche Probleme bekommen hast, damit das gebrochen zu haben. Eingebrochen zu sein. Also ich war in dem Sicherheitsraum, den ich erwähnt habe, nicht, weil mich das nicht interessiert. Und in dem Gebäude ist es auch nicht wirklich interessant, ob man die Fernbedienung hat, weil die Barrieren relativ niedrig sind. Also man kann auch einfach drüber springen. Und man findet eigentlich auch immer eine Tür, die offen ist. Das heißt, man kommt eigentlich auch immer rein. Und ich hatte keine Probleme mit der Sicherheit, denn die sehen ja auch nicht, ob das eine geklonte Fernbedienung ist oder nicht. One more question from the internet, please. Eine weitere Frage aus dem Internet, bitte. Yeah, somebody wants to know about if it's possible to open cars. Jemand möchte wissen, ob damit Autos zu öffnen sind. Nein, das geht nicht, denn neue Autos benutzen alle diese Rolling Codes und die benutzen auch stärkere Verschlüsselung. Also wenn eure Autos das hier benutzen, dann sollt ihr sie verklagen. Denn also und im Allgemeinen haben Autos tatsächlich Rolling Codes. Also versucht nach was zu suchen, was weniger attackiert wird als Autos. Ich schätze, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Nochmals aus dem Internet, bitte. What other stuff can I open with your method? Was kann ich weiteres mit deiner Methode öffnen? Naja, also wir haben das für eine Garagentor gemacht. Die sind allgemein nicht sehr sicher. Wir haben versucht, ein anderes zu finden. Das ist ein Produkt von einer Firma in Kalifornien. In Europa werden die andere benutzen. Schau einfach deine Garagentor an oder vielleicht das von deinem Nachbarn. Das sind sehr einfache Geräte. Die sind sehr billig und deswegen auch sehr einfach zu brechen. Thank you very much. Gebt mir Bescheid, wenn ihr noch was habt. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.